Ich reite immer gerne hier durch. So. Komm. 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 Das geht so. Komm. 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 Los. Komm. Na komm. Gehen wir durch. Komm. 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 Öp. So. Manchmal galoppiere ich, um den Druck rauszulassen. Na komm. Zur Seite, zur Seite. Komm. So. Na komm. Komm. Na komm. Komm. Oh. Na komm, Digga, komm. Komm, komm, komm. Komm. So. Super. Na weiter, komm. Kennt ihr das auch? Wie ihr trabt, natürlich bewegt sich die Kamera rauf und ab. Und dann kommen irgendwelche Dumpfsprüche wie lahmt das Pferd? Ach, das ist immer herrlich. Also, ich muss sagen, meiner trabt unheimlich gerne. Wir galoppieren auch gerne mal. Jetzt kann man sagen, oh Gott, ja, die Straße ist hart und es geht auf seine Knie. Aber ihr dürft nicht vergessen, wenn das Pferd durchgeht, dann scheißt er da drauf. So, das kann also passieren. Jetzt muss ich gucken, da hinten sind viele, 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 viele Autos. Wahrscheinlich, jetzt muss ich mal gucken. Ja, na komm. Zur Seite, komm. Zur Seite und steh. Danke, tschüss du. Sind immer sehr ängstlich, die Leute. Warte. 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 Unsichere Leute. Hallo? Nur hintereinander fahren, das reicht. So ist perfekt. Super. Super. Prima. Das Pferd von mir ist wahnsinnig lieb. Ihr müsst es aber auch wahnsinnig trainieren. So. Thank you.
Also was ich auch gerne mache, hier über mir sind Bäume. Ich hau gerne oben drauf, an der Seite, damit er cool bleibt. Weil, kennt ihr das? Pferd ist entspannt. Auf einmal knackt über euch so ein blöder Ast und zack geht das Pferd durch. Bei mir ist es so, er kennt es mittlerweile, dass überall Geräuschkulissen sind. Und ich provoziere das immer mehr, damit er, wenn er das dann doch mal hat, wo ich damit nichts zu tun hatte quasi, er sich nicht sofort erschreckt. Also ihr müsst ihn ein bisschen stumpf machen, wenn es darum geht, erschrecken. So, jetzt bin ich fertig mit dem Trainieren. Er ist auch ein bisschen durch. Und ich bin auch immer ein bisschen durch. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, anstatt noch was zu machen, bin ich auch immer derjenige, der sich das mal hinlegt. So. Ja, das war's dann, ne?